Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von mir, in dem ich euch gerne 20 weitere iOS 10.0 bis iOS 10.2 kompatible Apps und Tweaks vorstellen möchte. Und wir starten auch direkt nach dem Intro mit diesem Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Wenn euch diese Videos gefallen und ihr gerne weitere dieser Videos sehen möchtet, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wir starten aber jetzt direkt mit der ersten Tweak und zwar mit Auto Low Power Mode. Und diese Tweak ist kostenlos, ihr benötigt dazu eine Quelle, die ihr unten in der Videobeschreibung findet. Und wenn ihr das Ganze installiert habt, dann wird automatisch der Low Power Mode aktiviert, wenn euer Gerät nur noch 20% Akku hat. Und das ist auf jeden Fall ganz praktisch, dass ihr das dann nicht mehr manuell machen müsst. Dann kommen wir zu Messenger Plus und das ist eine Erweiterung für den Messenger, den Facebook Messenger. Dazu gehen wir einfach einmal in die Einstellung. Natürlich solltet ihr den Messenger installiert haben und dann finden wir hier eben verschiedene Optionen. Also wir können hier die uns aktivieren, dass wir uns ausloggen können, wir können Fullscreen aktivieren, das alte Layout, eine schwarze Tastatur, Fotos in HD senden und vieles, vieles mehr. Ihr seht hier sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, die uns diese Tweak bietet und die können wir ganz einfach kostenlos installieren. Dann kommen wir zu Camera Mode 10. Diese Tweak ist ebenfalls kostenlos und extrem cool, denn diese Tweak bringt euch auf eure Geräte, die kein iPhone 7 oder kein iPhone 7 Plus sind, den Porträtmodus. Und damit bekommt ihr eben diesen Tiefeneffekt hin, der jetzt hier etwas schwierig darzustellen ist, aber ihr habt eben die Möglichkeit, den Vordergrund zu fokussieren und den Hintergrund so verschwommen darzustellen, wie das eben beim iPhone 7 Plus möglich ist. Und das funktioniert auch wunderbar auf älteren Geräten, wie in diesem Fall auf einem iPhone 6, mit Hilfe dieser Tweak, dementsprechend eigentlich ein Must-Have, wenn man einen Jailbreak installiert hat. Dann kommen wir jetzt zu CR-Settings. Dazu gehen wir ganz kurz in die Einstellung. Ich zeige euch das Ganze hier nämlich. Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit, über Reachability ein Foto in diesen Bereich einzufügen. Wenn ich also Reachability aktiviere, seht ihr hier derzeitig so ein Foto, was sozusagen das Innenleben des iPhones zeigt. Und das können wir ganz einfach austauschen, indem wir in iFile eben das Custom PNG-File austauschen. Hier steht dann eben, wo das Ganze platziert werden soll. Und schon könnt ihr dort das Bild platzieren, was ihr gerne hättet. Dann kommen wir zu CC Shadow Remover. Dazu gehen wir in das Control Center und ihr seht es jetzt vielleicht schon. Normalerweise wird der Hintergrund so ein bisschen dunkler, also wir bekommen so einen leichten Schatten und dieser ist eben jetzt nicht mehr vertreten, sprich das Ganze ist etwas schlichter, etwas flacher und ihr seht den Hintergrund immer noch scharf und in der gleichen Helligkeit. Dann kommen wir zu Gland Charge und dazu werde ich jetzt einfach mal hier das Gerät an den Strom anschließen und in den Lockscreen bringen. Und dann seht ihr hier eben die Uhrzeit und hier eben zusätzlich die Ladeanzeige, wenn ich das hier anschließe. Und derzeit ist das Gerät eben halb geladen. Finde ich eigentlich ganz cool, ist eine ganz schöne Möglichkeit, die derzeitige Ladung anzuzeigen, ohne dass man direkt oben auf die kleine Batterie schauen muss, beziehungsweise ohne die Animation, die Apple uns sonst anbietet. Finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Alternative. Dann kommen wir zu App Percent und diese Tweak ist ebenfalls kostenlos und ermöglicht euch im Grunde genommen einfach nur, dass wenn ihr eine App herunterladet aus dem App Store, dass dann eben das Ganze prozentual angezeigt wird, wie viel derzeitig heruntergeladen ist. Sprich, wenn ihr eine App herunterladet und die ist 50% heruntergeladen, dann steht dort eben klein unter 50%. Ist eine ganz nette Ergänzung, die Apple mit Sicherheit auch in Zukunft in iOS integrieren wird. Dann kommen wir zum Action-Menü. Das Ganze können wir erst einmal in den Einstellungen konfigurieren. Wir haben hier die Möglichkeit, das zu aktivieren und dann eben die einzelnen Optionen, die uns das Action-Menü bietet, zu verschieben und an- und auszuschalten. Also wir können das Ganze hier verschieben und wir können eben bestimmte Parts ausschalten, die wir eben nicht benötigen. Und das Ganze haben wir zum Beispiel in den Notizen, wenn wir hier etwas schreiben wollen, dann haben wir hier das Action-Menü und können das dann eben dementsprechend anpassen, so wie wir es gerne hätten. Finde ich eigentlich ganz cool, dass das Ganze so etwas variabler anpassbar ist. Dann kommen wir zu Movable 9 und diese Tweak ermöglicht es euch, die Statusbar anzupassen bzw. die einzelnen Elemente der Statusbar zu verschieben. Dazu gehen wir einfach mal in die Einstellungen, aktivieren das Ganze und haben hier dann eben die Option, das Ganze zu verschieben, beziehungsweise hier unter Set Order können wir ganz einfach einstellen, die Zeit, die jetzt in der Mitte ist, die kann ich einfach mal unter Left packen und dann wird die nach links gepackt. Ihr seht das oben, dass das Ganze sich eben verschiebt, Airplane Mode zum Beispiel oder hier der Carrier, den machen wir einfach mal nach rechts
und der wird dann eben hier angezeigt. Und das ist natürlich auch eine ganz coole Möglichkeit, eben die Statusbar so anzupassen, wie wir sie gerne hätten und dementsprechend dann einzelne Punkte auszublenden oder auf eine andere Seite zu verschieben. Dann kommen wir nun zu Clean Notifications 10. Dazu gehen wir erneut auf den Homescreen und dann swipen wir mal zur Seite zu unseren Widgets. Und ich weiß nicht genau, ob ihr das erkennt, aber wenn ihr jetzt euer iPhone als Vergleich daneben haltet, dann werdet ihr sehen, dass bei eurem iPhone das Ganze hier viel, viel dunkler ist, ein viel, viel dunkleres Blau und nicht so schlicht und anpassend an den Hintergrund. Also hier passt es sich sehr gut an den Hintergrund an, ist ja geblurrt und dementsprechend wirklich sehr, sehr schick und viel passender als das, was Apple standardmäßig anbietet. Dementsprechend eine kleine Designerweiterung. Machen wir weiter mit der nächsten Tweak und zwar mit System Aperio. Und dazu gehe ich jetzt einfach mal in das Control Center als Beispiel. Und ihr seht jetzt genau sozusagen das Gegenteil von CC Shadow Remover, nämlich dass wir jetzt keinen durchscheinenden Hintergrund mehr haben, sondern dass wir einen sehr stark geblurrten Hintergrund haben. Und das funktioniert sozusagen überall, also auch wenn ich in die Einstellungen gehe. Und das lässt sich in den Einstellungen eben auch konfigurieren. Wir können zwischen einem extra hellen oder extra dunklen Hintergrund wählen und dann eben so diesen geblurrten Hintergrund uns einstellen. Und das finde ich persönlich eigentlich ganz schick, passt irgendwie schon sehr gut zu iOS. Dann kommen wir zu Custom Reachability. Dazu gehe ich einfach mal in Reachability und dann sehen wir auch schon, dass hier verschiedene Apps geöffnet werden. Und das Ganze ist wirklich richtig cool. Wir haben nämlich jetzt so eine Art Splitscreen. Wir können auf Aktien gehen als Beispiel und dann wird uns das Ganze hier als zweite App geöffnet. Wir können hier zusätzlich noch die Größe verändern, je nachdem wie viel Platz wir von der jeweiligen App brauchen und können die App dann oben benutzen und können die App unten benutzen. Und das ist natürlich schon echt cool, dass das irgendwie so einfach möglich ist und dementsprechend übrigens auch kostenlos für euch eine sehr, sehr interessante Anwendung. Dann kommen wir nun zu Data Speed View und ihr könnt das vielleicht hier oben schon sehen, dass hier oben die ganze Zeit so ein kleines graues extra Icon ist und das zeigt durchgehend an, wie viel Daten mein Gerät gerade verbraucht, beziehungsweise wenn ich etwas herunterlade, wie viel gerade heruntergeladen wird. Und das ist auf jeden Fall eine ganz nette Ergänzung. Dann kommen wir zu Shockbreaker und das funktioniert bei mir leider nicht. Könnt ihr trotzdem mal versuchen zu installieren, also es kann nicht wirklich was passieren. Bei mir wird es einfach nur hier aufgrund von dem Preference Bundle Fehler nicht angezeigt. Wenn ihr das Ganze installiert habt, dann bekommt ihr so eine kleine Animation, wenn ihr Apps öffnet und wenn ihr eben zwischen den Seiten hier wechselt, wie ich das jetzt gerade mache. Und das vibriert dann so ein bisschen, also ihr bekommt so eine kleine Schockwelle. Ist jetzt nicht besonders schlimm, dass es nicht funktioniert. Könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann kommen wir zum App Drawer und den habe ich einfach mal beispielsweise unten platziert. Dieser simuliert sozusagen das Icon, was man sonst unter Android kennt, wo alle Apps aufgelistet sind und das ist hier genau das gleiche. Wir öffnen das Ganze und finden dann hier alle unsere Apps, die wir installiert haben. Und zusätzlich haben wir dann hier noch unter Favoriten eben die Möglichkeit, Favoriten zu platzieren, dementsprechend auch ganz nett. Dann kommen wir nun zu Prediction Shortcuts. Und dazu gehe ich einmal in die Notizen. Hier haben wir nämlich jetzt normalerweise unsere Standard-Shortcuts, die uns angezeigt werden. In diesem Fall hier das Super. Und wenn ich jetzt hier irgendetwas markiere, dann habe ich jetzt hier zusätzlich die Shortcuts, die uns normalerweise hier oben auch angeboten werden, nämlich Copy, Cut und Paste. Und die lassen sich dann zusätzlich noch einstellen. Finde ich persönlich ganz cool, weil meistens werden die hier oben dann eh nicht mehr benutzt, beziehungsweise wenn man etwas markiert, eh nicht gebraucht. Dementsprechend ist das ganz praktisch, dass die hier zusätzlich noch einmal gezeigt werden. Und das lässt sich eben in den Einstellungen hier noch konfigurieren, je nachdem, welche Shortcuts man haben möchte. Und kann die ganzen dann auch noch verschieben und so weiter und bestimmte Gesten hinzufügen, wann diese Shortcuts eben gezeigt werden sollen, wann die Shortcuts eben eingeblendet werden sollen. Dementsprechend auch eigentlich ganz praktisch. Dann kommen wir zu Face Down, ist eine relativ bekannte Tweak, schon etwas älter. Und mit dieser könnt ihr, wenn ihr euer Gerät, was jetzt gerade an ist, einfach auf das Gesicht sozusagen legt, aufs Display und das Ganze dann wieder hochhebt, seht ihr, dass das ganze Gerät gelockt wurde, beziehungsweise in den Lockscreen versetzt wurde. Und das ist natürlich auch ganz praktisch, dass ihr so eben dann Strom sparen könnt, wenn ihr es vergesst, euer Gerät in den Lockscreen-Modus zu versetzen. Dementsprechend könnt ihr so das Gerät ganz schnell einfach locken. Dann kommen wir zu Stealth Cam und das ist eine Erweiterung für die Kamera-App. Wenn wir diese öffnen, können wir nämlich jetzt, wenn wir in den Lockscreen-Modus gehen, ganz einfach trotzdem Fotos machen, indem wir hier die Lautstärke-Tasten benutzen. Das heißt, ich kann hier jetzt ein Foto von machen und wenn ich jetzt auf den Home-Button klicke, dann bin ich wieder in der App und wie ihr seht,
habe ich hier das Ganze sozusagen fotografiert, ohne dass das Gerät an war. Und das ist eher so eine Spionagesache, aber eigentlich auch mal ganz praktisch. So kann man eben, ohne dass das Display an ist, ganz einfach Fotos machen. Zum Beispiel in einem dunklen Raum, wenn man eben kein Licht erzeugen möchte, kann man so ganz einfach eben schnell ein Foto erstellen. Dann kommen wir nun zu Car Date und dazu müsst ihr einmal oben in die Statusbar gucken. Dort wird nämlich jetzt zusätzlich neben meiner Netzverbindung hier zwischen neben den Punkten nicht mehr mein Netzanbieter angezeigt, sondern eben Februar, 10. Freitag, 10. Februar, also sozusagen das Datum. Und da das eh irrelevant ist, weil man selber weiß, bei welchem Anbieter man ist, finde ich das ganz nett und eine ganz nette und praktische Ergänzung für die Statusbar. Nun kommen wir auch schon zur letzten Tweak, nämlich zu Die. Dazu gehen wir erneut in die Einstellung und mit Hilfe dieser Tweak habt ihr die Möglichkeit, sehr, sehr viel von eurem iOS farblich anzupassen. Sprich, ihr könnt hier verschiedene Farben hinzufügen und diese dann zum Beispiel für die Statusbar bzw. diese Bar hier verändern. Ihr könnt also hier die Farbe auswählen, zum Beispiel so ein Blau, und ihr seht schon, dass das Ganze sich hier eben oben verändert oder so ein Rosé. Und dementsprechend könnt ihr euer Gerät so anpassen und könnt das Ganze dann speichern und ihr könnt es auch für manche Apps eben ausschalten, falls ihr es dort nicht haben möchtet. Aber insgesamt eine ganz schöne Möglichkeit, euer Gerät farblich ein wenig anzupassen. Das war es dann aber auch schon wieder von diesem Video von 20 weiteren iOS 10 bis iOS 10.2 kompatiblen Cydia-Tweaks und Apps. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass das ein oder andere für euch dabei war und dass euch dieses Video gefallen hat. Ich würde mich jetzt sehr über eine Bewertung und einen Kommentar sowie ein Abo freuen, falls ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!